Von wegen Tierblut. Von wegen. Es waren doch wahrscheinlich dann die, die die Fallen aufgestellt haben. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Um Gottes Willen. Jetzt müssen wir uns hier erstmal umschauen. Ich will nicht wissen, wer hier schon alles leiden musste. Hey, watch your step. That's slippery. Wir sind ja schon mal auf Blut ausgerutscht. Oh, eine Sichel ist schon mal sehr gut. Eine Waffe. Oh ja, hat mir. Alles mitnehmen, was geht erstmal. Ah, okay. Jetzt ist die Frage, ist eine Sichel besser oder so ein Haken? Ich glaube, wir nehmen die Sichel lieber mit. Ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung ist. Lassen wir das mal da. Was haben wir hier noch? Oh. I think I'm gonna be sick. Ja. Oh God, what's wrong with these people? Richtig schlimm, sowas einfach. Stimmt allerdings. Wie gesagt, bei mir ist jetzt gerade irgendwie 3 Uhr nachts oder sowas. Bin mal sehr gespannt. Moment, ich kann es euch genau sagen. 3.17 Uhr in der Nacht. Bin mal gespannt, von was ich heute Nacht zu träumen. Was haben wir denn hier Schönes? Oh. Nützlich. Okay, das werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich glaube, das wird sogar noch besser sein als die Sichel. Jesus, this is where they butcher people. Sick bastards, all of them. Wahre Worte. So what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Ich hoffe, dass das die richtige Entscheidung war mit dem Teaser. Los geht's. Leute, jetzt wird's spannend. Ich bin gespannt. Langsam. Komm schon. Ganz langsam und vorsichtig. Ganz langsam. Komm schon. Ganz langsam. What are you doing outside the barn? Oh shit! Just guarding the place, Alter. Like you said. Keep sitting out in the rain like a damn deer. Fuck! Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. And I pick which one. Wir können nichts machen. Not the kid. We'll never meet on the trail. Oh Mann, Alter, was die reden. So I know. This is my favorite part too. Das machen wir jetzt alles bei uns. Damn it. Yeah, good. Keep it simple. As soon as he passes, jumping from behind. See what he's doing now. Warum hat Kenny eigentlich keine Waffe genommen? Hey, tell me something. Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Er geht zur Kuh wahrscheinlich. I don't see it anymore. Where the fuck did he go? I don't know. Look again. He didn't go past us. See where he is now. Okay, wir müssen also nochmal schauen. Ach du Scheiße. Schnapp dir die... Was? Was? Komm schon. Schnapp dir die Waffe, Alter. Nimm dir die Waffe, zack. Und jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Nimm mir, Alter, jetzt wird's richtig spannend. Der Teaser. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung war. Oh Mann. Oh, sehr gut. Er hat die Sichel genommen. Er hat doch eine Waffe genommen. Und jetzt schön in deine... Nein! Ah. Ach doch, sehr gut. Ich habe gedacht, das war Kenny. Where's my family, asshole? You can't have him. We need the vet. No! Nimm, nimm. Lee, come on! Just go. I won't be far behind. Oh ja. Du kranke Schwein. You see? You understand now, don't you? You can have me. Du krankes, du kranker Bastard. Mark wollte sich bestimmt nicht fressen lassen. Mark never volunteered to be food.
You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Jolene. You don't have what it takes. Fucking coward. Ich habe eins gelernt aus der Serie. Man sollte Leute umbringen, wenn sie gefährlich sein können. Und deswegen werde ich ihn jetzt auch umbringen. Es tut mir leid, Danny, aber du bist ein krankes Schwein. Clementine, es musste sein. Es tut mir leid. Scheiße. God, no! Katja! Just go. I'll keep Clementine safe. Er würde wahrscheinlich sonst andere essen, wenn wir ihn jetzt nicht umgebracht hätten. Und das können wir nicht verantworten, meinem besten Willen nicht. Um Gottes Willen. Kenny! Scheiße, wo ist denn jetzt Kenny abgeblieben, Mann? Scheint im Haus zu sein. Oder? Sag mir jetzt nicht, dass Walker kommt. Bitte nicht. Oh nein. Auch noch... Wer war das? Hey! Carly! Oh mein Gott! Gott sei Dank! Au! Shh! Is everyone okay? We heard screams as we were coming up to the house. Sie haben uns angegriffen, verschwinden von hier. Ich brauche neue Hilfe. Erstmal Sache klären. I knew it! I told you we couldn't trust them! Shit! How many of them are there? Two left! Where? Larry's dead! They chopped off Mark's legs and tried to feed them to us! Shit! Is everyone else okay? They've still got Duck and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. Sehr gut. Stay close. And Lee, be careful. Es ist so krass. Nein. Fuck, Alter, wir müssen sie retten. Alter, lass die Hände von Duck. Von unseren Freunden. Danny, is that you? What's going on out there? Scheiße. Ja, ich bin's, ich hab Danny. Wo ist denn Katja und der Kleine? Ja, ich bin's. Fuck. Fuck, 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 fuck. Okay. Scheiße, jetzt. Ach du Kacke. Scheiße, was machen wir denn jetzt? Können wir irgendwas machen? Wir müssen erstmal reinkommen. Please, don't you take another step. Brenda, come on now. You know you don't want to do this. Just go away. Brenda, komm schon. Du willst das doch gar nicht. Wir können hier gar nichts machen, oder was? Fuck, ich hab richtig Schiss, dass sie sie umbringt. Komm schon, du willst das doch gar nicht. Think about what you do. It doesn't have to end like this. I'll kill her, Lee. Just let me go. Komm schon, du willst das doch gar nicht, Mann. Ganz ruhig. Don't do anything stupid. Komm schon. What happened, Brenda? Your family was obviously smart. How did it come to this? Just stop. Komm schon, da oben, Alter. Guckt euch das mal an. Scheiße. I don't wanna kill you, Lee. Ich will das auch nicht. Aber ich glaube, du wirst gleich sterben. Komm schon. Das kann ich Frau retten. Hoffentlich wird die jetzt dann gleich nicht gebissen. Oh mein Gott.
Schaut euch das an, Leute. Ganz ruhig. Jetzt. Oh Gott. I said, don't move, asshole! Don't you fucking hurt him! Oh my god! Let him go, goddammit! Alter. Nein, nicht Doug. Don't get up! Fuck! Nein! Ganz ruhig jetzt. Who the fuck do you people think you are? Look at what you've done! Beruhig dich, Mann. Beruhig dich. Calm down. What for, huh? All we wanted was some goddamn gasoline. Schnapp ihn dir, komm schon, komm schon. Oh Gott, jetzt geht's hier los. Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, und eh. Zack, schöner Schlag war das. Oh Gott, der Strom ist doch an, oder? Und es ist auch noch klitschnass. Komm schon, steh auf, Lee, komm schon. Ah, fuck. Oh Gott, der Wichser hat einfach noch dasselbe gedacht. Scheiße. Lee, komm schon, mach keinen Scheiß jetzt. Steh auf, komm schon. Komm schon, verpiss dich, Mann, Alter. Geh weg von uns, Mann. Nein, nein, niemals, 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 Leute. Ich drück gerade so hart Q auf meiner Tastatur, ne? Niemals hab ich gesagt, wirst du uns da dran kriegen. Oh mein Gott, komm schon. Scheiße, ich drück so schnell Q, es geht nicht. Komm schon. Lilly, bitte, komm schon. Lilly, mach keinen Scheiß jetzt, bitte. Bitte, bitte. Lilly, komm schon. Mach doch keinen Scheiß jetzt. Du blöder Wichser. Alter. Gib's ihm richtig, Mann. Alter, du krankes Schwein. Noch die andere Seite. Du kranker Bastard. Wir können nicht mehr schlagen, oder was? Schaut euch seinen Gesichtsausdruck an. Is that all you got, Lee? You ain't shit. It's over! Fuck you! As soon as Dan and Mama get out here, you're all fucked! Sie werden nicht kommen. Tut mir leid. They're not coming. What do you mean? Lee? What the fuck do you mean? Don't you dare walk away from me, Lee! Get back here and finish this, Lee! Ach du Scheiße. Weggehen? Oder ihn umbringen, bitte. Achso, tritt Andy nur. Jetzt gerade tut ihm ein bisschen leid, aber wir werden jetzt weggehen. Meine Güte. Get back here and fight me like a man, Lee. Lee. Er ist Andys Leben verschont. Er wird damit mehr zu kämpfen haben. Er wird seine Taten bereuen, hoffentlich. Oh Scheiße, ich bereue aber, glaube ich, jetzt gerade die Entscheidung. Hoffentlich bringt sie ihn bitte um. Nein, oh Gott. Jetzt so zu gefressen zu werden. Alter, ist das gerade hart, ne? Das fickt gerade komplett meine... Da kam auch noch gerade die Mama raus, Big Mama. Meine Gefühle. Ich bin gerade ziemlich durcheinander, Leute. Was zur Hölle?
Hey, Lee. I'd say I'm sorry for leaving the motel unattended, but, you know. I'm glad you showed up when you did. If you hadn't taken that shot at Andy, we might not have gotten out of there. Were they really killing people? For food? Yeah. Yeah, they were. That is sick. God, just... ugh. Clementine, she doesn't know, right? She's not stupid, Carly. Katja managed to grab this while she was in the house. She said it was with your stuff. Yeah. I found it while I was looking for the people who shot Mark. Do you want it? Why don't you keep it? Sometimes it helps to have something you can document your thoughts on. How are you doing? I'll be fine. Just not as young as I used to be. Hon, go on ahead and give me and Lee a second. There's gonna be fallout. For killing Lily's dad? Yeah, I would imagine so. What do you think? Ich halte zu dir. Es war die richtige Entscheidung. We'll do what has to be done. You're damn right. Listen, that RV back at the motor inn is just about ready to roll. I want you to come with us. I mean it. Okay. Yeah. Come on, Clementine. Stay close. Lee, did you have to kill those men? Yep. Das mussten wir leider. Yes, they were bad men, Clementine. They killed Mark and they were gonna kill all of us. They had to be stopped. Understand? Yes, I think so. Hey, und sie hätten andere Menschen weitergegessen. Sounds like a car. Oh God, not more strangers. Sieht aber nicht so aus, als ob da jemand drin wäre. Das Mädchen? Von dem Bild vorhin? Don't shoot! We're here to help! Näher dich langsam den Wagen. Langsam. Was ist da? Was zum... Figures. Oh, crap. Baby, you gotta see this. It's a shitload of food and supplies back here. This food could save all of us. Not all of us. Look, we don't know if these people are dead. If they come back, then we're just monsters who came out of the woods and ruined their lives. This stuff isn't ours. Dad, whose car is it? Don't worry about that, Duck. It's ours now. It's abandoned, Ducky. Don't worry. What if it's not? Well, what if it's not abandoned? What if it is someone's? Alter, du kommst ja gar nicht mehr raus jetzt. Es ist so verdammt schwer, sich zu entscheiden, ne? Das Problem ist, dass ich noch von dem Kind von vorhin weiß, was auf dem Foto war. Und wenn die sich da vielleicht quasi eingerichtet hat. Aber wir brauchen das auch. Wir brauchen das für Clementine. Aber sie musste das jetzt schon mit ansehen. Alter... Wir nehmen's You're nicht. Right. We shouldn't take this. What? Did you get some meal back there the rest of us missed out on? We have to take this stuff. We'll survive without it. The hell we will. We'll find a way.
The rest of us are taking this stuff. Okay, what have we got in here? Look, there's more food in that box. They have antibiotics. What else do they have? See if there's any water. Here. Got it? Yeah, I got it. Lee, there's a hoodie in here. Could probably fit Clementine. She's good. Thanks. Whatever, man. It's gonna get cold out eventually. Hey, there were some batteries in one of those boxes. I thought they might work in your camcorder. Here, you can have some too. For your walkie-talkie. Batteries, huh? Think you can handle those? You're not gonna let me live that down, are you? Jetzt können wir noch schauen, was auf dem Camcorder war, oder? Lee, you're gonna wanna see this. Yeah. Oh, shit. Die haben uns die ganze Zeit beobachtet. Jake, Bart, Linda und all y'all fucking sickos from the Save Lots. They call y'all bandits, but you're fucking rapists. Oh, darling baby, look at you. Look at you. Oh, you need a mama, sweetheart. We won't let them bandits get you, will we? No. Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If y'all I find thinking it, you're I'll safe? You know. Sitting there acting like things are the way they used to be. The dead don't kill their own. It's the living you gotta be afraid of. The people I used to call friends. People who took. Don't worry, little girl. Bandits got their eye on that dairy. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. I promise. Zur Hölle. Nächstes Mal bei The Walking Dead. Making is done, pal. Ain't nothing left. We gotta get the hell out of here. Lee, I need you to back me up on this. Is this all you got? I told you this town is tapped. Do you have any idea what we had to do to get all that? We need to leave. Duck was asking about the farm last night. Not much faces on it. It's starting to add up. I need to get to the coast. Get him out of all this madness. Lily's not doing so good, huh? Well, we killed her dad. We did kill her dad. Maybe people out there got things lined up better. Better than us, at least. Could be folks who have all this shit figured out. Do people get mad when they're scared? Sometimes, yeah, they do. This is crazy! I'm the one keeping this group going! We can sort this all out, all right? We can sort this out! I'll tell you what we need to sort out. We can't let one person fuck this up for everyone else! The Walking Dead, Episode 3. Der lange Weg. Oh, und jetzt erstmal durchatmen, Leute. Alter, ich nehme jetzt fast 3 Stunden am Stück auf. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange, aber das Spiel hat mich ja unfassbar gefesselt. Ist ja Wahnsinn. Okay, schauen wir jetzt allererstes mal, was die anderen genommen hätten, ne? David das Bein abgehackt. 84% haben das Bein abgehackt. Also auch die Mehrheit. Hätten der Spieler ihr zugehört, bevor Danny sie erschossen hat? Haben wir auch gemacht, haben wir erst zugehört. So, geholfen, Larry zu töten, ne? Nur wir und 31% haben geholfen, Larry zu töten. Viele waren also dagegen. 82% der Spieler, beide St. John-Brüder umgebracht. Also waren wir da auch nicht die Einzigen. Ne? Beim zweiten, haben wir den zweiten, hätten wir ihn so oder so umgebracht? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Okay, und 44% hätten keine Vorräte mitgenommen. Es ist schon ziemlich Wahnsinn, Leute. Was da jetzt so alles abging. Und wie gesagt, ich bin noch gerade ein bisschen sprachlos, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so unglaublich an Fahrt aufnimmt und einen so unglaublich fesselt.
Ich habe jetzt auch zwischendrin keine Pausen mehr gemacht. Das bedeutet, ich werde das immer in der Endcut abmoderieren. Und ja, bin wie gesagt sprachlos. Und ihr könnt ja gerne immer unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gemacht hättet, beziehungsweise was, wie es euch geht, nachdem ihr das so seht. Und ja, schauen wir mal ganz kurz, ob noch was passiert. Aber ich glaube, nein. Genau, jetzt kommt nur noch der Abspann. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns bei der Episode 3 dann, bei einer neuen Folge The Walking Dead, was wir dann morgen sehen werden. Bis dahin, Leute. Was ein unglaubliches Ende der zweiten Episode. Was wir alles für harte Entscheidungen treffen mussten und das in kürzester Zeit. Der absolute Wahnsinn. Ich glaube aber, dass es die richtige Entscheidung war, den einen zu leben zu lassen, den anderen zu töten. Denn wie gesagt, aus der Serie habe ich schon oft genug lernen müssen, dass es manchmal falsch ist, jemanden zu verschonen, der Böses tut. Und außerdem würde er dann wahrscheinlich auch andere wieder mit Kannibalismus verstricken und sie dann wahrscheinlich auch essen. Deswegen schreibt so mal in die Kommentare, was ihr gemacht hättet. Und morgen geht's dann weiter mit Episode 3. Lasst doch dem Video für das Video einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich dann und wir sehen uns. Bis dahin.